In diesem Video zeige ich dir die wohl drei effektivsten Hüftbeugerdehnungen für den Iliopsoas-Komplex und du solltest diese Übung insbesondere machen, falls du bisher auf Varianten dieser sehr bekannten Rückenüberstreckungsübung zurückgegriffen hast oder auch falls du die Variante mit der Hochlagerung des Beckens ausgeführt hast. Selbst wenn dir diese zwei Varianten sehr effektiv geholfen haben. In einem weiteren Video habe ich bereits behandelt, warum diese Übungen überhaupt nicht zu empfehlen sind, selbst wenn sie, wie gesagt, deine Rückenschmerzen vielleicht mal gelindert haben. Ich gehe auch darauf ein, welche Alternativen es für diese Position gibt. Falls du sie dennoch angenehm bei Rückenschmerzen empfindest, das Video zu dem Thema verlinke ich dir am Ende dieses Videos. Dem Iliopsoas wird ja häufig nachgesagt, dass er bei einer Verkürzung den unteren Rücken in ein Hohlkreuz zieht. Und das ist auch richtig, denn der Psoas-Anteil des Iliopsoas entspringt hier vom inneren Lendenbereich und zieht dann dementsprechend den Lendenbereich hier so nach vorne unten. Vor allem bei einer gestreckten Hüfte. Deshalb, wenn wir diesen Muskel dehnen wollen, müssen wir jetzt alles unternehmen, um aus dieser Hohlkreuzstellung muskulär herauszukommen. Das kann man sehr effektiv mit der Anspannung des Po-Muskels und des Bauchmuskels machen, indem wir unser Schambein hier so hochziehen. Und du kannst jetzt hier erkennen, dass ich das jetzt mal ganz extrem versuche zu machen, um das Hohlkreuz nicht nur aufzuheben, ich will sogar aus der natürlichen Lordose raus, also die natürliche Lordose wäre jetzt ungefähr hier so. Ich gehe da raus und beuge jetzt mit den Po- und Bauchmuskeln sogar ein Stück weit die Lendenwirbelsäule. Jetzt ist auf jeden Fall der Psoas-Anteil richtig schön vorgespannt und um die Hüfte noch weiter zu strecken und eventuelle störende Einflüsse des benachbarten Hüftbeugers Rectus Femoris, den wir jetzt hier nicht dehnen wollen, auszuschalten, strecke ich jetzt hier das Knie, versuche die Hüfte hier maximal gestreckt zu lassen und wie gesagt, ja nicht ins Hohlkreuz zu verfallen, denn dann gebe ich ja wieder der Zugspannung des Psoas-Anteils nach. Ich will also alles Mögliche unternehmen, um hier möglichst in dieser geraden Rückenform zu bleiben, wenn nicht sogar leicht gebeugten Rückenform. Und dann solltest du es, wenn du es richtig machst, hier vorne in diesem Bereich spüren. Falls du jetzt nicht knien kannst, weil du Knieschmerzen hast, kannst du andere Iliopsoas-Dehnungen einsetzen. Zum Beispiel ganz einfach und bequem im Liegen. Menschen mit einem verkürzten Hüftbeuger, der einen ins Hohlkreuz zieht, weisen nicht selten jetzt auch in der Rückenlage ein gewisses übermäßiges Hohlkreuz hier aus. Ich verstärke das jetzt hier gerade bewusst, versuche den unteren Rücken so ein Stück weit vom Boden zu heben. Mehr oder weniger sieht es so bei Menschen aus, die tatsächlich einen verkürzten Hüftbeuger haben. Wie du übrigens sehr detailliert und differenziert testen kannst, welcher Hüftbeuger und zu welchem Ausmaß bei dir verkürzt ist, das erkläre ich sehr ausführlich in meinem 360-Grad Online-Mobility-Programm. Link dazu auch ganz am Ende dieses Videos und in der Videobeschreibung. Aus dieser leichten Hohlkreuzposition kannst du jetzt versuchen, den unteren Rücken zum Boden abzuflachen. Leichter geht das und im Sinne der Übung sinnvoll ist es auch, das andere Bein anzuziehen, weil dann der untere Rücken einfach nicht nur mit Muskelkraft, sondern auch durch diese Hebelwirkung jetzt viel leichter zum Boden abgeflacht werden kann. Und vielleicht ist dir jetzt auch schon was aufgefallen. Ich zeige es dir mal nochmal. Ausgangsposition und achte jetzt mal auf das Bein. Es bewegt sich. Und es bewegt sich deshalb, weil das andere Ende des Iliopsoas hier in diesem Bereich jetzt auf Spannung kommt, wenn der Ursprungsbereich zum Boden gedrückt wird. Mein Hüftbeuger ist jetzt nicht so verkürzt. Wenn das jetzt bei dir der Fall ist und dieser Muskel stark verkürzt ist, dann sieht man vielleicht noch eine stärkere Kompensation, dass das Knie zum Beispiel noch deutlich weiter vom Boden abhebt. Das ist jetzt einfach nur ein Hinweis auf viel Tonus im Iliopsoas, muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass dieser bei dir auch verkürzt ist. Verkürzt wäre zum Beispiel, wenn da auch das Ganze mit einem sehr, sehr starken Dehnreiz verbunden wäre. Und wenn du dir jetzt, wie gesagt, nicht sicher bist, ob das bei dir der Fall ist und ob du das alles hier richtig machst,
schau dir nochmal, wie gesagt, meinen Test aus der 360-Grad-Bewegungsanalyse an. Aus dieser Position heraus versuchst du jetzt jedenfalls, die Kniekehle wieder zum Boden zu bewegen, indem du hier das Knie streckst und so ein Stück weit auch versuchst, den Po anzuspannen. Wenn du den Po allerdings ganz stark anspannst, kann es sein, dass die Kniekehle ohnehin abhebt durch die Anspannung des Po-Muskels eben, weil der Muskel dann ganz straff wird und die Hüfte hier so ein bisschen anhebt. Das heißt, versuch vor allem die Kniekehle zum Boden zu drücken, damit dieser Bereich hier jetzt auf Dehnspannung kommt. Und diese Position solltest du dann möglichst lange halten. Ich spüre jetzt zum Beispiel hier nur eine ganz, ganz leichte, ja, so ein Hauch einer Dehnspannung. Da kommt einfach so ein bisschen was beginnend auf Spannung. Aber ich spüre jetzt hier bei weitem keinen Dehnreiz, weil mein Iliopsoas einfach sehr gut nachgiebig und beweglich ist. Falls du jetzt also auch verwundert bist, weil du hier auch keine Dehnung spürst zum Beispiel, aber du irgendwelche Beschwerden hast, die du vorher mit dem verkürzten Iliopsoas in Verbindung gebracht hast, dann kann ich dir zum Beispiel nur den Tipp geben, dass das auf andere Faktoren zurückzuführen sein könnte. Ein verkürzter Iliopsoas ist nämlich nicht der einzige Muskel, der bei einer Verkürzung ein Hohlkreuz verursachen kann. Da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, allen voran auch der Latissimus oder einfach auch nur ein Spannungsungleichgewicht zwischen den vorderen Bändern, also faszialen Strukturen und Muskeln, und hinteren Bändern und muskulären Strukturen. Das einfach dann im Gleichgewicht, im Spannungsgleichgewicht, dich ins Hohlkreuz zieht. Und das alles wird, wie gesagt, im 360-Grad-Mobility-Programm alles etwas ausführlicher behandelt, speziell dieses Thema auch im kommenden zweiten Modul. Kommen wir nun zur dritten versprochenen Iliopsoas-Dehnung, die du sogar im Stehen machen kannst. Falls du zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen die liegende Position nicht so gut einnehmen kannst, ist das deine favorisierte Iliopsoas-Dehnung. Du brauchst dafür nur eine Ecke, wie bei mir hier, oder vielleicht auch einen Türrahmen. Das ist vielleicht in meisten Wohnungen leichter umzusetzen. Das nicht zu dehnende Bein wird mit der Ferse an die Wand oder Ecke gestellt oder an den Türrahmen. Du hast einen Kontaktpunkt mit deinem Steißbereich, zweiten Kontaktpunkt mit deinem Brustwirbelsäulenbereich und einen dritten Kontaktpunkt idealerweise mit deinem Hinterkopf. Und das zu dehnende Bein stellst du leicht versetzt nach hinten auf. Und dadurch streckst du schon mal diese Hüfte vor. Vermutlich, vor allem wenn dein Iliopsoas verkürzt ist, wirst du jetzt hier so wie ich leicht ins Hohlkreuz gezogen. Kann man daran erkennen, dass hier meine Hand zwischen der Wand und meinem Rücken durchpasst. Und jetzt versuchst du eben dieses Hohlkreuz auszugleichen. Hier bist du ja schon gestreckt, das heißt, der Ansatzbereich ist jetzt schon mal auf Spannung. Wir müssen jetzt den Ursprungsbereich des Iliopsoas auf Spannung bringen, indem wir mit Anspannung der Po-Muskeln und Bauchmuskeln aus dem Hohlkreuz hier rauskommen. Und jetzt passt hier meine Hand nicht mehr durch. So, ich spüre hier einen sanften Stretch. In meinem Fall, wie gesagt, nur einen sanften Stretch, weil mein Iliopsoas nicht verkürzt ist. Und diese Position kann ich jetzt halten. Und das Tolle ist, ich dehne den Iliopsoas mit muskulärer Gegenspannung. Das heißt, ich arbeite hier aktiv an einem neuen muskulären Spannungsgleichgewicht, indem ich bestimmte Muskeln, die mich aus dem Hohlkreuz rausziehen, kräftige. Und den Muskel, der mich vermeintlich ins Hohlkreuz reinzieht, dehne, damit das Becken wieder in ein neues Gleichgewicht kommt. Denn wie schon gesagt, Ursache eines Hohlkreuzes ist ein gestörtes Spannungsgleichgewicht. Das heißt, du solltest nicht nur den Muskel, der dich ins Hohlkreuz zieht, dehnen, sondern auch jene Muskeln, die dich aus dem Hohlkreuz ziehen, kräftigen. Und das machst du genau in dieser Übung, das machst du auch in den anderen Übungen, weil wir da immer gegen das Hohlkreuz arbeiten. Viel, viel besser geeignet als vielleicht diese Variante, die du kennst, wo du dann vielleicht auch das Hohlkreuz versuchen sollst zu vermeiden. Aber seien wir mal ehrlich, gerade Bewegungseinsteigern fällt das hier häufig sehr, sehr schwer. Und viele finden sich dann bei so einer Dehnungsposition trotzdem in einer Art Hohlkreuz wieder. Weitere Infos, warum diese Rückenüberstreckungsübung, selbst wenn sie dir bei deinen Rückenschmerzen helfen, nicht so empfehlenswert sind, erfährst du, wie gesagt, in diesem Video hier. Und wenn du mehr über mein 360-Grad-Online-Programm erfahren möchtest, dann verlinke ich dir hier weitere Informationen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal. Tschüss!